Bei uns ist unser Abwehrspieler Jamie Lawrence. Jamie, jetzt das dritte Vorbereitungsspiel hier, direkt in Vorbereitung auf die neue Saison gegen Al-Klinike. Dritter Sieg auch. Wie ist so dein Eindruck bisher nach den Partien, auch im Zusammenhang so mit den neuen Jungs? Ja, ich würde sagen, jetzt auf die neuen Jungs bezogen, dass sie sich sehr gut eingebracht haben vom ersten Trainingstag. Haben sehr viel auch neue Qualität dazu bekommen. Und ja, alles top. Wie ist es so für dich jetzt auch? Du bist jetzt schon ein Jahr bei uns. Geht man die Vorbereitung tatsächlich, wenn man alles kennt, ein bisschen anders an? Ja, ist natürlich was anderes, wenn du schon die Mannschaft ein Jahr kennst und jetzt vielleicht nicht mehr der Neue bist. Ist natürlich was anderes, aber mir haben sie es letztes Jahr leicht gemacht, die Spieler. Und ich hoffe, dass ich den anderen Spielern auch ein bisschen helfen kann, dass sie sich schnell hier wohlfühlen. Jetzt am Mittwoch geht es ins Trainingslager nach Österreich, nach Fieberbrunn. Wie empfindest du Trainingslager? Du hast ja auch trotz deines jungen Alters schon ein paar miterlebt. Wie ist das für dich? Ja, Trainingslager ist natürlich immer ein bisschen intensiv, aber es gehört dazu, es ist jede Saison das Gleiche. Und ja, ich freue mich aber. Es ist auch nochmal die Möglichkeit, dass wir als Mannschaft nochmal enger zusammenwachsen. Und ich glaube, das werden wir auch tun. Ja, dann abschließend nochmal insgesamt so auf eine Vorbereitung bezogen. Worauf legst du persönlich viel Wert? In der Saison ist es ja auch immer auffällig, du legst extrem viel Wert darauf, Vor- und Nachbereitung auch. Wie ist es dann in der Vorbereitung, wo es nochmal intensiver auch ist? Also genau wie du es gesagt hast, dann ist halt natürlich das Gleiche noch intensiver. Noch mehr vielleicht vor dem Training machen, noch mehr nach dem Training, um sich natürlich in der Vorbereitung hoffentlich nicht zu verletzen. Das ist, glaube ich, für jeden das Wichtigste. Alles klar, Jamie. Dann vielen Dank und natürlich eine Vorbereitung ohne Verletzung und vor allem eine gute Vorbereitung weiterhin. Dankeschön. Danke. Ja, bei uns ist unser Cheftrainer Christian Tietz. Christian, drittes Testspiel, dritter Sieg jetzt gegen den Regionalligisten Al-Klinike. Wie ist so dein Eindruck gewesen über die 90 Minuten? Ja, war für uns heute ein vernünftiger Test, weil wir auch auf den Gegner getroffen sind, wo du auch gesehen hast, die waren jetzt schon deutlich stärker wie die beiden Gegner zuvor. Da war eine andere Ordnung drin, da musstest du auch gegen den Ball dich anders positionieren. Auch logischerweise mit dem Spiel, mit dem Ball, auf dem Gegner mit einer höheren Gegenwehr, mit einer anderen Zweikampf, hätte die es mit reingebracht haben. Und wir merken, dass wir natürlich noch gerade in der zweiten, jetzt in die dritte Trainingswoche reingehen. Und die Jungs sind sehr bemüht und versuchen, die Dinge umzusetzen. Ja, du sagst es gerade, ne? Vorbereitungszeit ist natürlich immer eine intensive Zeit, auch für die Spieler, für die gesamte Mannschaft, natürlich auch für das Trainerteam, für den gesamten Staff. Jetzt geht es ins Trainingslager nach Fieberbrunn. So die Voraussetzungen aus deiner Sicht, auch jetzt nach dem Samstagspiel, da warst du ja auch zufrieden insgesamt. Ist die Mannschaft auf einem guten Weg dann auch vor diesen intensiven Einheiten dann auch in Österreich? Ja, ich mag gar nicht zu sehr in die Bewertung reingehen, weil ich weiß, dass wir innerhalb von 2 Wochen 3 Spiele gemacht haben, was eher für uns selten ist. Und dass es einfach darauf heißt, dass wir die Spieler in einem besseren Fitnesszustand bekommen wollen. Aber gleich ist unser Spiel am Ende. Und da ist die Mannschaft wirklich mit allen, die dabei sind, hoch bemüht, versuchen die Dinge umzusetzen. Und das ist jetzt ein vernünftiger Stand, den wir uns befinden. Ein Wort noch zur Bedeutung eines Trainingslagers im Allgemeinen. Wie wichtig ist das als Baustein in der Vorbereitung auch für den Teamgeist? Ja, das hat ja verschiedene Aspekte. Es hat ja einmal den Aspekt, dass man zu einer gewissen Ruhe auch gemeinsam die Spieler den ganzen Tag dabei hat, dass man mit ihnen trainieren kann, dass man mit ihnen in den Einzelgesprächen, Videoanalysen sich zusammenfindet, ihnen Dinge erklären kann. Aber dass wir auch als Mannschaft nochmal und durch die Zeit, wo wir halt zusammen sind, stärker zusammenfinden, dass wir auch den Teambuilding-Bereich mit fördern. Insgesamt, dass wir uns besser kennenlernen und intensiv konzentriert trainieren können. Alles klar, Trainer. Vielen, vielen Dank und natürlich weiterhin gute Vorbereitung und guten Start ins Trainingslager. Danke, dann bis die Tage.